Hi und herzlich willkommen zu meinem und nicht Leos Video. Also, heute mal nur mit mir, weil mein Hase irgendwie jetzt, ich habe den in den Stall gesteckt und der durfte heute früher rennen. Weil dieses ewige sich in mein Video drängen ist doch etwas auffällig. Ja, sei es drum. Und da schaut er im Hintergrund. Ich glaube es ja gar nicht. Gut, also heute kommen wir zum zweiten Teil meines Videos von dieser Woche. Und zwar kommen wir heute zu dem Teil, wo ich über dieses Thema Versicherung ein bisschen mit euch plaudern möchte. Also, als erstes, als einleitend, ich bin total der Versicherungsmensch, Fan. Weiß nicht. Ich finde es immer gut, wenn man versichert ist. Und vor allem finde ich es gut, versichert zu sein ab einem gewissen Preis oder ab einem gewissen, ja, ab einem gewissen Punkt, wo die Sachen eben kosten. Also ich finde es beispielsweise sinnvoll, zum Beispiel eine Waschmaschine, Kühlschränke, Spülmaschinen, Hausrat, wenn wir es jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, zu versichern. Was ich jetzt zum Beispiel eine sinnlose Versicherung finde, ist eine Versicherung für manch andere Gerätschaften, wie zum Beispiel Telefone. Abgesehen von Handys. Aber so ein Telefon, da frage ich mich, was man da versichern möchte. Oder, welche fällt mir jetzt noch gerade ein? Eine Brandversicherung finde ich sehr sinnvoll, weil es kann immer passieren. Und auch eine Hochwasserversicherung, wenn man in der Nähe vom Wasser wohnt. Wenn man jetzt zum Beispiel im größten Wald der Weltgeschichte lebt, braucht man die, glaube ich, nicht. Also, ich finde immer gut, versichert zu sein, wenn es eine sinnvolle Sache ist. Und ich habe da vielleicht so ein bisschen einen Vorschaden, weil mein Großvater früher Versicherungen verkauft hat und der hat mich und meine Mutter und meinen Vater ja gefühlt bei für alles versichert. Also ich so rundum Versicherung. Und ja, ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Ich habe sogar eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker, die ist mini, aber ich habe so eine. Ist total witzig, wenn man sich überlegt. Ja. Ja, und deswegen sage ich euch Folgendes, nämlich, dass ich mir überlegt habe, wenn ich mir jetzt ein echt überteuertes Handy kaufe, und das Handy ist überteuert, habe ich mir überlegt, was, wenn es jetzt mir runterfliegt oder was, wenn irgendwie was kaputt geht, dann bin ich der Mops. Und dann habe ich ein echt teures Gerät zum Reparieren und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht wäre es nicht schlecht, das Ding zu versichern. Vor allem dann, als ich noch gesehen habe, dass die Telekom da eine Versicherung anbietet. Ja, also bin ich auf den großen Markt der Handyversicherungen gegangen und glaubt mir, der ist riesig. Und habe mich informiert und habe erstmal geguckt und geguckt und habe den von der Telekom verglichen und verglichen. Und ja, dann habe ich über die Firma mich informiert, habe informiert, wo deren ihr Hauptsitz ist, weil eine Sache, das möchte ich euch allen jetzt ans Herzen legen, das ist wirklich was, wo man beachten sollte, ist, guckt, wo die Gerichtsbarkeit oder der Gerichtsstand ist von Firmen. Weil wenn der zum Beispiel irgendwo in Dänemark ist, dann ist das nicht dasselbe Gesetz wie das, das wir hier haben. Und es ist keine gute Idee, sich irgendwelche Sachen abzuschließen, wenn man eine Gerichtsbarkeit hat, die in hinter weiß Gott wo ist. Und dass man dann am Ende so ein Gesetz hat, das total benutzerunfreundlich ist, wo es dann heißt, ja, Pech gehabt. Also guckt immer, wo die Firmen ihren Gerichtsstand haben. Und nachdem ich das geguckt habe, war das von der Telekom erstmal nicht mehr ganz so für mich das Ding, weil ich mir dann gedacht habe, die Firma kommt ursprünglich aus England. Gut, der Gerichtsstand ist hier, aber die Firma kommt aus England und wir kennen die Firma nicht und haben keine Erfahrungswerte. Falls einer von euch da einen Erfahrungswert hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil würde mich schon noch interessieren. Weil noch habe ich noch keinen, hab ich noch keinen abgeschlossen. Also ich kann noch alles richtig machen. Ja, und dann war es so, dass ich danach weitergegrübelt habe und weitergegrübelt
Und ich habe dann mit meinem Papa drüber geredet, mit meinen Großeltern. Und die haben dann gesagt, frag doch einfach mal unseren, den, der für unsere Versicherung zuständig ist, ob die zufälligerweise wissen, ob die da sowas im Angebot haben. Oder ob das dann in der Hausratversicherung drin ist. Haben wir auch noch überlegt, ob das vielleicht auch so geht. Aber da sind wir dann am Ende des Tages zu keinem richtigen Schluss gekommen. Also tut mir leid, kann ich euch da auch nicht wirklich viel mehr zu sagen, als müsst ihr in euren Verträgen gucken oder eure Versicherung fragen, ob es drin ist. Und wenn ja, dann ist es super. Und wenn nein, dann, ja, dann ist es halt so. Da kann man auch nichts anderes sagen. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall den gefragt. Unsere Hauptversicherung hatte leider keine. Dann haben wir nochmal jemanden gefragt. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Und die hat uns dann eine Versicherung nahegelegt, die aber keine richtige Versicherung ist, sondern eher sowas wie die gesetzliche Gewährleistung verlängern. Und ich muss sagen, so von dem, was ich da bisher so gehört habe, klingt es nicht schlecht. Und für mich waren halt die wichtigsten Punkte, und das hat mir auch mein Großvater immer mitgegeben, wenn du eine Versicherung abschließt, stell dir die wichtigsten Fragen, und da kommen wir jetzt schon wieder zu so einer Aufzählung, tut mir leid, zweimal in einer Woche, das ist etwas viel. Aber erstens, wie viel hast du Selbstbeteiligung im Schadensfall? Zweitens, wie viel kostet die Versicherung im Monat? Und was ist alles drin? Drittens, wie viel kosten die Sachen, die die Versicherung abdeckt, und wie viel, um es dann wieder mit der Selbstbeteiligung zusammenzurechnen. Also zum Beispiel, wenn jetzt mal ganz blöder Fall, dir das Handy runterfliegt aufs Display und du so ein ganz billiges hast, wo das Display, sagen wir, 30 Euro kostet, mit die Reparatur, und du dann eine Versicherung abschließt, bei der die Selbstbeteiligung über 30 Euro ist, dann lohnt sich das nicht. Dann überleg immer gut, wenn du die Versicherung abschließt, wann du sie wirklich brauchst, wann du sie nicht brauchst, und lass dir immer einen Kostenvoranschlag machen, den du gegebenenfalls einreichen kannst, weil es ist immer besser, einen Kostenvoranschlag zu machen und es dann erst abzugeben und nicht erst es reparieren zu lassen und es dann abzugeben und im Nachhinein das Geld zurückhaben zu wollen. Das ist viel schwieriger. Es ist echt schwierig, also ich weiß es, aber dann ist immer noch natürlich die Frage, was ist alles drin, was ist abgedeckt und was fehlt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Versicherung habt, in der drin steht, Diebstahl ist drin, Wasserschaden ist drin, Display ist kaputt ist drin, und ihr sagt, ja, super, das kann passieren. Aber dann zum Beispiel ist euer Handy durch einen Stromschlag oder dass der Akku kaputt geht, dann ist es nicht mehr so super, weil das ist ja dann alles nicht abgedeckt. Also sucht euch die Versicherung aus, die vom Preis-Leistung für euch am besten passt. Und es ist auch nie eine schlechte Idee, wenn es sein muss, 20 Leute zu befragen, also 20 Versicherungen. Was bietet ihr an? Wie viel kostet es? Und könnt ihr mir mal einen Vertrag zuschicken? Weil, das ist mein Tipp Nummer irgendwas, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Guckt euch die Verträge an, bevor ihr unterschreibt oder bevor ihr irgendwas festmacht. Also sagt nicht so nach dem Motto, ja gut, das hört sich jetzt alles toll an, was der Verkäufer mir sagt, sondern lest nach, was im Kleingedruckten drin steht, weil da können sich manchmal richtig fiese Sachen drin verstecken. Da fällt mir die Geschichte die mir meine Mama mir mal erzählt hat, ein, wo jemand auf einem Festival war, wo es irgendeinen Vertrag zum Unterschreiben gab, und der der es organisiert hat, der hat dann einen Vertrag aufgesetzt und hat zum Spaß in den Vertrag ins Kleingedruckte geschrieben, und alle verpflichten sich nach dem Festival, den Festplatz wieder sauber zu machen. Und das hat nur geklappt, weil keiner diesen Vertrag durchgelesen hat. Also lest eure die Verträge durch. Sprich, das Mädchen, das nur die Verträge durchliest, wenn Muttis macht. Sonst drückt sie bei AGBs auch immer. Ja, ja, ja. Gut, das ist. Ja,
Aber bei Versicherungen lest's durch. Ich habe ein Haar im Auge, ist das fies. Ja, also auf jeden Fall lest's euch durch und vergleicht's miteinander, weil nicht, dass ihr am Ende so was habt, wo drin steht und wir behalten uns vor ihnen im Fall des Schadens 2 Monate den doppelten Preis abzubuchen oder irgend sowas. Also lest euch wirklich gut durch. Ja, und mein letzter Tipp zu diesem Punkt ist, nehmt keine Online-Versicherungen, weil da habt ihr keinen Ansprechpartner und gut, bei Handys und so weiter und Handyverträgen ist es nochmal was anderes, da kann man kündigen und alles, aber bei Versicherungen ist das alles, da wollt ihr sicher sein. Ihr wollt sicher sein, dass es funktioniert im Fall, dass euch irgendwas nicht, bei euch irgendwas noch nicht rund läuft. Und ihr wollt nicht, dass ihr so eine Versicherung habt nach dem Motto, yo, super, läuft alles gut, die Versicherung ist top. Aber in dem Moment, wo ihr dann die Treppe runterfliegt, heißt der Satz, nein, tut uns leid, du bist leider Gottes von rechts nach links geflogen, das versichern wir nicht. Also sucht euch immer eine Versicherung, wo ihr einen Ansprechpartner habt, jemanden, den ihr anrufen könnt, jemanden, bei dem ihr sagen könnt, du hast mir gesagt, die Versicherung ist top. Also muss das jetzt auch funktionieren. Aber seid auch immer höflich zu den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, weil wer unhöflich ist, der hat im Zweifel immer etwas schwieriger. Weil, naja, wie man weit reinschreit, so kommt's raus. Ja, das war heute mein Video. Und jetzt haben wir 2 Weisheiten gelernt. Wir haben gelernt, was wir achten müssen. Und wir haben auch gelernt, dass nett sein eine gute Sache ist. Ich finde, jetzt war ich erfolgreich. Ich bin gerade stolz auf mich. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint oder wie ihr das machen würdet oder was ihr dabei oder ob ihr Fragen habt, könnt ihr auch sein. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.rita@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt mit meinem Vater wahrscheinlich noch einen Film gucken. Vielleicht werde ich auch meinen Vater dazu nötigen, den Hasen zu kraulen. Den leicht bissigen Hasen. Mal sehen. Oder wir werden vielleicht auch noch ein paar Cornflakes zusammen essen. Klingt schön. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis nächste Woche. Ciao.